Ja, was teste ich aus dieser Box überhaupt? Irgendwas? Nein. Hey, Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Und heute gibt es mal wieder, auch wenn es schon relativ spät im Monat ist, die Neuheitenbox aus diesem Monat, das heißt aus August 2021. Wir schauen heute mal zusammen, was es so in diesem Monat an Süßigkeiten Neuheiten gab. Ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Öffne ich die Box und ich sehe sofort was. Da freue ich mich drauf. Das machen wir am Ende. Das ist was Besonderes. Fangen wir an mit Elefant Black and White Sesam. Das sind irgendwie so, ja, ich würde so sagen, Sesamcracker. Hier steht Laugengebäck mit schwarzem und weißem Sesam. Ist okay, ich bin jetzt nicht der Sesam-Fan, aber wir probieren sie mal. Sind so kleine Cracker eben. Kennt ihr diese kleinen Fische mit so Sesam? Genauso schmecken die. 1:1. Schmecken 1:1 wie die. Ist jetzt nicht verkehrt, ne? Von 10 Sternen gebe ich 7. Ist jetzt nicht besonders, aber ist halt auch nicht, ja, nicht schlecht. Ich hoffe, ihr hört das nicht, aber irgendwo hämmert gerade eine rum. Dann sehe ich eine Sache. Die habe ich privat schon mal getestet. Und zwar Skittles Giants. Sauer. Also sind quasi große Skittles. Schmecken genauso wie sauren Skittles, nur in groß. Deswegen werde ich es jetzt auch nicht testen, weil, ja, esst saure Skittles, dann wisst ihr, wie die schmecken. Die sind nur ein bisschen größer. Ansonsten haben die nichts anderes an sich. Wie gesagt, getestet habe ich schon, deswegen weiß ich das auch. Aber es gibt auf jeden Fall jetzt Skittles Giants, große Skittles. Dann habe ich eine Sache, die werde ich auch nicht testen, aber nur, weil ich es nicht testen will, weil es so schön aussieht. Und zwar ist hier eine Schokoladentafel, wo drauf steht, bleib gesund. Das sieht zu schön aus, um zu essen. Wir gucken trotzdem mal, was es wäre. Und zwar Edelmarzipan. Gut, mag ich sowieso nicht. Mit Kakaopulver. Ja, das ist von der Odenwälder der Marzipan-Konditorei. Gibt es solche Tafeln, wo eben bleib gesund draufsteht. Ja, fragt mich nicht, warum das in dieser Box drin ist. Aber es sieht sehr schön aus auf jeden Fall. Das möchte ich deswegen auch nicht testen. Und weil es halt auch Marzipan ist, was ich auch nicht mag. Gucken wir mal was raus, was wir testen können. Und zwar haben wir Hafervoll Flapjack Kokos Mango. Ja, eigentlich möchte ich es auch nicht testen, weil ich mag keinen Kokos. Auf jeden Fall ist das ein gebackener Müsli-Riegel mit Kokosnuss und Mango. Ich teste ihn einfach mal, aber ich mag keinen Kokos. Ich kann jetzt schon sagen, der wird mir schmecken. Hier so ein Riegel, der ruft schon, ich bin gesund. Nee, er schmeckt nicht. Er schmeckt halt stark nach Kokos. Ich muss sagen, trotzdem überraschend süß, was ich nicht gedacht hätte. Aber absolut nicht geil. Nee, aber wenn ihr Kokos mögt, kann ich mir vorstellen, dass er ganz gut ist. Mango schmeckt jetzt überhaupt nicht raus. Kriegt von mir jetzt trotzdem mal 4 Sterne. So scheiße ist er dann auch nicht, aber ich mag ja keinen Kokos. Deswegen nur 4 von 10 möglichen Sternen. Dann haben wir hier... Oh, das teste ich jetzt nicht, weil das kommt später auch nochmal. Ja, was teste ich aus dieser Box überhaupt? Irgendwas? Nein. Doch, also das kommt in einem anderen Video. So, was haben wir hier? Von De Boekela Cereola Milkies. Und den habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört und gesehen. Stelle ich mir lecker vor, weil das sind quasi einfach nur Kekse mit dem Kinder Country als Füllung. Glaube ich zumindest, so in etwa. Was steht denn hier? Gebäck mit Milchschokolade, Milchcreme-Füllung und Cerealenbestreuung und Milchschokoladenstückchen. Ist quasi in Kinder Country. Und solche Kekse, wie gesagt, quasi mit dem Kinder Country oben drauf. Schmeckt auch genauso. Es ist ein süßer Keks mit dem Kinder Country obendrauf. In gewisser Weise. Schmeckt genauso. Ich mag Kinder Country, also finde ich es ganz gut. Ich gebe 8 von 10 Sternen. Ist echt lecker. Man muss halt Kinder Country mögen. Dann mag man das aber auch. So, weiter geht's mit einer Sache, wo ich irgendwie nicht so, ja, nicht so überzeugt bin, wenn ich schon sehe. Und zwar Local Nut Selection Nocciola Haselnuss. Haselnusskekse. Ich mag halt auch einfach keine Haselnuss. Ich werde auch die nicht testen. Also, sorry, die Box ist eine, wo ich wirklich viel nicht testen werde. Draufstehen tut hier Schaumgebäck mit Haselnusscreme und Milchschokolade. Nee, also wenn ich den schon sehe, werde ich ihn nicht testen. Aber ihr wisst, es gibt Local Nut Selection Nocciola Nusskekse. Ich meine, das Video dient ja hauptsächlich, um euch zu zeigen, was es an neuen Süßigkeiten gibt. Nur wenn ich sie testen will, mache ich das halt gerne, um euch zu sagen, wie sie mir schmecken würden. Und die hier würden mir wahrscheinlich überhaupt nicht schmecken. Oh, weiter geht es mit Rotkäppchen Fruchtsekku. Fruchtmende Mangopralinen. 6 Stück. Ohne Alkohol. Wo
Rotkäppchen. Sekt ist ja eigentlich mit Alkohol, ne? Sekt automatisch ist mit Alkohol. Aber die hier sind ohne Alkohol und sind Mangopralinen. Mal gespannt, wie die aussehen und wie die schmecken. Okay, sind einfach so Kugeln. Ja, probiere ich mal so eine Kugel. Ja, schmeckt lecker, muss ich sagen. Ich würde jetzt überhaupt nicht merken, dass da irgendwie was mit Rotkäppchen drin sein sollte, sektmäßig. Das schmeckt ja wirklich wie so eine Schokoladenkugel mit Mangofüllung. Mega lecker, also Rotkäppchen, Mangopralinen gebe ich tatsächlich 7 von 10 möglichen Sternen. Finde ich ganz lecker. Ist auch nicht überragend oder so, deswegen nur 7. Aber ja, lecker sind sie trotzdem. Hier steht noch drauf, Pralinen mit 40% Mango-Trüffelfüllung. Also ist noch eine Trüffelfüllung irgendwie mit drin. Aber ja, ich finde es lecker. So, noch eine Sache, die ich euch nur zeigen werde, aber auch öffnen, weil ich jetzt keine Lust darauf habe. Und zwar gibt es von Teekanne einen neuen Tee. Und zwar karibische Mango. Passt jetzt in den Sommer, der ist jetzt nicht mehr ganz so lange. Aber ja, karibische Mango, Tee von Teekanne ist auch neu. Wie gesagt, teste ich jetzt nicht, aber ich denke mal, schmeckt halt wie ein Früchtetee mit Mango-Geschmack. Also lecker. Kommen wir zum letzten und ja. Ich finde es so geil, dass sie hier drin sind. Leider nur eine Sorte, es gibt nämlich zwei. Und zwar haben wir hier den Snack der Straße, Mangal Chips. Und ihr wisst, Mangal ist der Dönerladen von Lukas Podolski. Und die haben jetzt auch zwei Chipsorten rausgebracht. Einmal, was ich hier habe, Tzatziki. Und dann gibt es, glaube ich, eben noch Kebab-Style, also wie das Fleisch schmeckt. Wir haben jetzt, wie gesagt, hier schon Tzatziki. Und ich wollte die sowieso mal testen. Ich bin froh, dass sie jetzt in so einer neuen Box drin waren. Wir können jetzt mal die Mangal-Chips von Lukas Podolski testen. Hier steht auch Kartoffelchips in Schale frittiert mit Döner Tzatziki-Gewürz. Ich würde jetzt auf den ersten Blick auch nicht sagen, dass sie nach Tzatziki riechen. Aber wir probieren es mal. Ich mag Tzatziki nämlich auch sehr, sehr gerne. Ich muss mal dazu sagen, Knoblauch allgemein mag ich sehr, sehr gerne. Also, die sind sehr, sehr würzig, muss man sagen. Und ich würde auch nicht sagen, dass es nach Tzatziki schmeckt. Würde man mich jetzt fragen, welche von beiden Mangal-Sorten das ist, würde ich sagen, die andere. Denn irgendwie schmeckt es mehr nach, ja, nach richtig würzigem Fleisch und nicht nach Tzatziki. Aber hey, es schmeckt nicht schlecht. Auf gar keinen Fall. Ich gebe mal von 10 möglichen Sternen, gebe ich wirklich sogar 9, weil ich finde die echt mega lecker. Wie gesagt, sie schmeckt doch nicht nach Tzatziki, aber das stört hier nicht. Ja, 9 von 10 möglichen Sternen. Für diese Mangal-Chips von Lukas Podolski. So, das war jetzt auch mit dem ganzen Neuheiten-Box. Ich weiß, ich habe heute weniger Sachen getestet. Tut mir auch leid. Aber ja, wenn Sachen drin sind, die ich einfach nicht mag, wo ich vorher schon weiß, die schmecken mir nicht, brauche ich es ja auch nicht probieren. Nächstes Mal wird es wieder mehr, wo ich testen werde. Eine Sache ist auch noch drin, die habe ich jetzt euch gar nicht gezeigt, denn die kommt noch im Extra-Video. Also ist noch eine Sache mehr, die getestet wird aus dieser Box. Nur halt jetzt im Augenblick nicht. Dann hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wenn dem Ganzen war, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.